tatsächlich die Mannschaft. Zu sein, die füreinander da sind. Noch besser wäre es, wenn 22 sind und sich alle auf der Bank auch entsprechend mitfreuen, wenn getroffen wird. Darauf bauen wir mal, dass das heute gelingen wird. So, ganz genau wusste hier niemand, wann er nun schweigen soll, aber dennoch ehrenwert, dass der DFB Helmut Haller hier noch einmal würdigt. Er wird morgen in Augsburg, morgen früh um 11 mit 13 zur Hertha. Heimspiel für den Mann auf der rechten Seite. Lahm. Kein Abseits. Reus. Die erste Chance, das erste Tor. Für wen wohl? Für Miro Klose. Es ist natürlich unglaublich einfach für die deutsche Mannschaft, wenn ein Reus hier so frei ist, nicht im Abseits und hier 4-5 Meter Platz hat. Und das haben wir so oft gesehen. Der Ball wird dann nicht blind nach vorne gespielt, sondern zurückgelegt. Klose kann es auch mit links. Und das ist nun wirklich bekannt, dass der Reus seine Qualitäten hat. Das war die Schwachstelle, die deutsche Mannschaft sofort ausnutzt. Einmal Pech für Müller. Und diesmal nutzt Klose seine erste Chance im Spiel. Und wie? Reus, Doppelpass mit Ansage. Und das gleich doppelt. Reus, auch der geht noch. Ein Traumtor. Sehen ja alle Gegner aus wie Irland. Schon wieder eine Viertelstunde gespielt, zwei Tore, eins schöner als das andere. Der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ballt schon die Faust. Die Kanzlerin steht. Und wir verneigen uns vor so viel Spielwitz. Doppelpass, gleich doppelt, wieder zurückgelegt. Klose wieder da. Kinderleicht. Noch gut reagiert von Isaksson da aus 3 Meter. Und das war Nummer 67. Ein Tor noch, dann zieht er gleich mit Gerd Müller. Aber erneut ein Angriff, der zu schnell ging für die Schweden. Lahm. Reus wieder mit Pfeffer reingespielt. Und das ist die nächste Chance, das nächste Tor, 3-0. Per Mertesacker. Zweites Länderspiel. Zweites Länderspieltor für Per Mertesacker. Und er läuft zu seinem Teamkollegen, zu Lukas Podolski. Vielleicht hat er es ihm vorher angekündigt. Heute triffst du, Per, wer weiß es. Na bitte, mitten rein, schön abgesetzt. Geschaut, dass er ohne Gegenspieler dasteht. Vorbereitet von Müller, der immer das Auge für den besser postierten hat. Auch das ist eine besondere Qualität von Thomas Müller. Jetzt ist mal die Chance da für Müller. Perfekt. Richtig gut gespielt, Özil. Torzelt. Torzelt, weil am Pfosten nicht eingegriffen wurde. Das ist dann eben die Gefahr. Die Schweden spielen viel Offensive. Nochmal Müller mit dem Blick für die vielen Mitspieler, die frei sind. Özil schießt. Völlig korrekt, den Treffer zu geben.
Denn Kroos greift nicht ein, hält sich zurück, nimmt da nicht entscheidend Einfluss. Der irritiert da hinten niemanden mehr. Das ist kein Abseits. Das ist einfach nur wunderschön. Das 4:0. Und für Mesut Özil einen Tag nach seinem 24. Geburtstag im vierten Länderspiel. Der schnelle Kacabitic. Im internen Duell der Premier League. Fulham gegen Arsenal, gestoppt von Per Mertesacker. Und das ist mal die Chance. Und er macht das Tor sofort. Deswegen ist er Weltklasse. Zlatan Ibrahimovic. Perfekte Flanke. Super Kopfball. Sofort frei. Und da ist wieder das allgegenwärtige Gegentor der deutschen Nationalmannschaft. Zu null geht es einfach nicht. Ob in Irland oder jetzt hier gegen die Schweden. Zuvor will Müller faul haben. Für mich war das Ball gespielt. Es war auch kein Abseits. Das hat Ibrahimovic einfach wieder perfekt gemacht. Da hat der Stürmer die Vorteile. Er orientiert sich. Der eingewechselte Källström flankt. Und jetzt muss die deutsche Mannschaft doch noch mal ernst machen da hinten. Alle möglichen Gedanken an Derbys oder Samstagsspiele ganz schnell vergessen. Der Mann, der die Flanke geschlagen hat, Källström schon wieder. Mit einer guten Eingabe und auch der ist drin. Was ist hier denn los? Lustig, 4:2. Meine Güte, das Spiel war entschieden und jetzt reißt hier Källström, der Eingewechselte, mit zwei solchen Bällen hier alles wieder nieder. Ich habe es eben noch gesagt, es ist so schwer, wieder kein Abseits. Für einen Torhüter da warm zu bleiben, fit zu bleiben, das war einfach Pech. Der geht ihm durch die Hosenträger ins Tor. Bartstuber allerdings verschätzt sich auch in dieser Situation gegen Lustig, gegen den Rechtsverteidiger. Die Schweden ergreifen die Flucht nach vorn und werden belohnt. Zwei Schüsse jetzt, zwei Treffer. Das hat die deutsche Mannschaft sich selbst zuzuschreiben. Gleichzeitig auf die Gegenspieler, spielt kein Pressing mehr, wie wir das in der ersten Hälfte noch gesehen haben. Und auf einmal gibt es auch richtige, krasse Stellungsfehler. Kacak Niklic, der sich hier blendend einführt und das 4:3. Ich fass es nicht. Elmander hält einfach den Fuß hin. Ja, aber wenn ich natürlich auch Außenspieler so durchlaufen lasse, wie den eben eingewechselten Kacak Niklic, dann fällt eben so ein Tor. Schauen Sie, über Boateng hinweg. Mertesacker steht in der Mitte, greift jetzt hier auch nicht richtig an. Das gleiche gilt für Bartstuber. Das ist natürlich alles zu passiv. Es ist unfassbar. Das hätte ich sag's ganz deutlich, für ausgeschlossen gehalten, dass das hier noch passiert. Und er sicher auch. Boateng, Ibrahimovic, das ist der falsche Mann da. Wahnsinn. Und nochmal. Es ist geschehen. Rasmussen. Dritte Minute der Nachspielzeit. Hier wird Geschichte geschrieben. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Tut mir leid, aber das ist nicht nachzuvollziehen. Da ist der Ellbogen draußen von Ibrahimovic. Fassungslos. Schauen wir das hier an. Das ist abzupfeifen, wie Ibrahimovic dahin geht mit dem Ellbogen nach draußen, wie er Mertesacker zu Boden streckt. Das ist überhart. Entschuldigt aber nicht das, was hier in der zweiten Hälfte abgelaufen ist. Das ist gespenstisch gewesen, dass die deutsche Mannschaft dieses 4:0 hier aus der Hand gibt und damit die WM-Qualifikation wieder offen macht. Das Spiel ist aus. 4:4 trennen sich Deutschland und Schweden. Sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas gab es in der DFB-Geschichte ja auch noch nicht. Es ist einfach nicht in Worte zu fassen. Das hat sich bis zur 60. Minute in keiner Weise angedeutet. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt hier irgendwie noch eine Erklärung bekommen heute Abend.